Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, das heutige Video wird ein etwas anderes Video. Und zwar werde ich heute euch mal meine Bude zeigen. Einige Leute haben ja jetzt schon seit fast einem Jahr mal nachgefragt, wenn ich mal meine Bude zeigen kann. Das heißt, mal ein Roomtour-Video mache. Und ja, heute ist es auf jeden Fall soweit. Ich werde euch heute mal meine Bude zeigen. Wegen der Qualität entschuldige ich mich auf jeden Fall schon mal im Voraus, weil das Ganze nehme ich mit meinem alten S8 auf. Und ja, dann würde ich sagen, lass auch schon direkt losstarten. Und zwar sind wir jetzt hier sozusagen schon gerade bei meiner Haustür. Ich gehe hier die Haustür rein, dann sieht man auch schon direkt die Chanel. Dann sind wir jetzt hier bei mir im Flur. Ich habe hier einen kleinen feinen Flur. Da steht noch mein Rucksack für die Arbeit. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall, wenn man hier jetzt direkt die Wohnung reinkommt, haben wir jetzt direkt dann hier die Küche. Eine kleine, aber feine Küche. Hier dann noch das Essen für Chanel. Habe ich mir jetzt letztes Mal noch im Vorrat gekauft, weil die da hier im Angebot hatten. Habe ich mir direkt mal zwei Pakete geholt. Ja, ansonsten halt eine ganz normale, gewöhnliche Küche. Und ja, wenn wir dann jetzt hier dann weiter rechts gehen, also neben der Küche den rechten Raum, dann haben wir jetzt hier schon das Wohnzimmer. Hier auf dem Boden liegt natürlich noch das Spielzeug von Chanel. Da hinten ist dann noch der Balkon, da will ich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ja, hier haben wir jetzt noch meine Chill-Ecke, sag ich mal, hier noch von der Chanel. Und dann haben wir hier noch meinen Wohnzimmerschrank mit meinem Fernsehen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit dem Wohnzimmer. Direkt gegenüber vom Wohnzimmer haben wir hier noch mein Badezimmer. Mein kleines, aber feines Badezimmer. Ja, ist halt noch eine alte Wohnung. Die Wohnung, die ist ja schon seit über 20 Jahren jetzt schon alt, weil hier hat auch schon damals meine Oma drin gewohnt. Und ja, deswegen habe ich dann die Wohnung übernommen. Und hier haben wir jetzt dann noch das Schlafzimmer. Hier kommen wir jetzt zum Schlafzimmer, das die meisten wahrscheinlich von euch auch schon kennen werden vom Stream. Hier haben wir halt den Schrank. Hier mein Kleiderschrank mit dem Bett oben von Chanel. Hier haben wir dann mein Bett. Und direkt hier gegenüber von meinem Bett ist dann sozusagen hier meine Streaming-Ecke. Ja, und dann neben dem Bett habe ich natürlich auch noch einen Schlafplatz für Chanel, damit sie dann, wenn ich streame, dann neben mir auch schlafen kann. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.